Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zum Internet Explorer 9. Heute geht es um den Tracking-Schutz oder auch wie blockiere ich nervige Werbung. Der Tracking-Schutz oder auch Tracking-Protection genannt ist eine Funktion, mit der man sicherstellen kann, dass beim Surfen im Web der Datenschutz gewährt wird. Damit können natürlich Inhalte wie Bilder oder auch Skripte einfach blockiert werden, die werden dann gar nicht mehr runtergeladen, es spart somit Bandbreite und auch Zeit, bis die Seite angezeigt wird. Wo findet man das Ganze? Einfach Internet Explorer öffnen, dann unter Extras, Sicherheit, Tracking-Schutz. Standardmäßig ist diese Liste noch leer. Man könnte jetzt diese Ihre personalisierte Liste aktivieren. Meine Erfahrung damit zeigt aber, dass dabei unerwünschte Nebenerscheinungen auftreten. Also daher meine Empfehlung lieber deaktiviert lassen. Man kann jetzt natürlich eine weitere Liste anlegen und selber pflegen. Ist natürlich nicht nur unnötig, sondern auch natürlich arbeitsintensiv. Es gibt aber bereits online eine Liste von Anbietern. Und zwar bei Microsoft gibt es zwar nicht von Microsoft selber eine Liste, sondern eine Auflistung von verschiedenen Anbietern. Insgesamt gibt es 7 Stück. Hier auch eine Warnung. Beim letzteren zum Beispiel, TrustE, das ist ein Anbieter, der eher so positive Werbung anführt. Trotzdem ist meiner Meinung nach der Inhalt dieser Liste sehr diskussionswürdig. Nur nicht verzweifeln, welche Liste wäre denn jetzt nun die beste? Ich habe natürlich seit geraumer Zeit einen eigenen Artikel dazu geschrieben. Oben gibt es natürlich weiterhin etwas Hintergrundinformationen und darunter habe ich natürlich meine Empfehlungen aufgelistet. Es sind hier 4 Stück, wobei 2 recht ähnlich sind. Es geht hier um das EasyList. Manche werden das kennen vom Firefox, von dem Add-on Adblock Plus. Hier sind die Hauptliste und eine Erweiterung davon. In dieser EasyList Germany ist die Hauptliste integriert plus eine Erweiterung für deutsche Webseiten. Zum Hinzufügen einfach auf den Link draufklicken. Hier sieht man nochmal, um welche Liste es geht. Einfach Liste hinzufügen. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal geschwind von den anderen. Wie man vielleicht schon gesehen hat, ich biete natürlich eine eigene Liste an. Wer will, kann die natürlich ebenfalls hinzufügen. Das mache ich jetzt einmal. So, und wo ist das Ganze jetzt zu finden? Nochmal. Natürlich das, was ich bereits erklärt habe. Und siehe da, hier sind die 4 Listen aufgeführt. Status ist aktiviert. Die Adresse gibt an, von wo diese Liste geladen wird. Das wird natürlich mehrmals kontrolliert, ob noch die aktuelle Liste vorhanden ist. Ich werde mal eine öffnen. Ich kurz erwähnt, hier steht, gibt an Experience, dass diese Liste nach 5 Tagen erlischt. Und wann diese Liste das letzte Mal bearbeitet wurde. Natürlich ist in dieser Liste einiges enthalten. Viel kürzer ist meine eigene Liste, die eher darauf abzielt, meine eigene Webseite ordnungsgemäß laufen zu lassen. Vor allem geht es mir um die Avatars, die von gravatar.com geladen werden. Wie schaut das Ganze aus? Ich werde das jetzt kurz herzeigen, was sich dann ändert. Vorher erwähne ich noch kurz unter Extra Sicherheit die Aktivfix-Filterung. Diese sollte man ebenfalls aktivieren. Dann werden automatisch von Haus aus alle ActiveX-Plugins,
wie zum Beispiel der Adobe Flash Player oder Java Plugin, deaktiviert und man kann dies auf entsprechenden Webseiten manuell aktivieren. Das jetzt kurz herzeigen über meinen YouTube-Kanal. Schon beim Aufruf merke ich den Unterschied, dass hier ein neues Symbol hinzukommt. Beim Klick darauf sehe ich auch, es geht um gefilterte Inhalte. In diesem Fall geht es nur um den Deckenschutz, der gefiltert wird. Vielleicht wird sich einer wundern, YouTube ist eigentlich ja bekannt, dass es den Flash Player braucht, nur warum ladet man trotzdem hier einfach so mein Video? Ganz einfach, anscheinend habe ich hier den richtigen Codec erwischt, mit dem ich hochgeladen habe. Und diese Videos werden auch über die HTML5-Funktion ab Internet Explorer 9, Firefox 10 bilde ich mir ein und natürlich auch den aktuellen Chrome-Browser gerendert, ohne dass man ein Plugin benötigt. Werde jetzt aber nicht warten, bis es fertig geladen hat, sondern einfach auf die Hauptseite gehen. Das dauert ein bisschen. Ich werde einfach mal die zweite hier verwenden. Ja, genau, jetzt sehen wir es. Hier steht es schon. Adobe Flash Player wird benötigt. Einfach hier auch mal nochmal raufgehen. Jetzt ändert sich der Status. Jetzt stehen im Dropdown-Feld natürlich beide Filter aufgelistet. Ich deaktiviere jetzt mal den ActiveX-Filterung. Dies merkt sich der Internet Explorer für diese jeweilige Seite und ab dem nächsten Zeitpunkt brauche ich sie nicht mehr deaktivieren, sondern es macht er gleich automatisch. Und die Filter bzw. die Plugins werden ordnungsgemäß geladen. Warum wird trotzdem kein Video abgespielt? Ganz klar, ich habe den Flash Player nicht installiert. Ich hoffe, ich habe damit den einen oder anderen weitergeholfen, um den Internet Explorer etwas sicherer zu machen, beziehungsweise das Surfen im Internet angenehmer zu machen. Auf Feedback würde ich mich freuen und wünsche auf diese Weise noch angenehmes Surfen.